Meine Damen und Herren, liebe Volkstv-Zuseher, jetzt ist es soweit. Punktum starten wir rein in unseren Nachmittag. Jetzt ist sie da, unser Stargast. Julia, servus. Hallo, grüß dich. Zum ersten Mal ist es soweit, dass wir dich begrüßen dürfen. Unsere Zuseher warten schon ganz gespannt auf dich. Ja, wir dürfen uns ein bisschen unterhalten über deine Karriere, über den Beginn. Ihr seid heute aus Velden angereist. Ja, stimmt, ja, genau. Und habt das gute Wetter mitgebracht, ein bisschen Regen ist, aber macht nichts. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr geht's gut. Mir geht's super, alles bestens. Wunderbar. Julia kommt aus dem wunderschönen Salzburger Land. Woher genau? Aus Niedernsel komme ich genau. Das ist in der Nähe von Kapunzell am See. Ist ein sehr beliebtes Skigebiet. Stimmt. Vielleicht warst du schon mal Skifahren dort. War ich schon mal dort. Ja, eben. Da gibt's den Kitzsteinhorn, oder? Genau, das Kitzsteinhorn. Also ich kugel praktisch über den Radlweg rauf und bin schon zu Hause vom Kitzsteinhorn und ja, schöne Gegend dort. Schöne Gegend dort, aber bist natürlich seit Jahren überall unterwegs, nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland, in der Schweiz nehme ich mal an. Und jetzt gehen wir mal ganz zum Ursprung zurück. Es war das wievielte Jahr, wie alt war sie denn eigentlich, Julia? Wie sie zum ersten Mal so mit der Musik in Kontakt getreten ist. Ich glaube schon sehr früh, gell? Da war ich wirklich noch sehr, sehr klein, mit 3 Jahren. Habe ich mir in der Jausenstation meiner Großeltern damals noch mittlerweile wurde sie schon von meinem Onkel übernommen. Habe immer musiziert, mit dem Papa mit dazugehen und die liebe kleine Julia in der Lederhosen mit der Gitarre. Also das hat sehr früh begonnen. Das heißt, du bist mit der Volksmusik dann aufgewachsen, mit der traditionellen Salzburger Volksmusik? Ja, eigentlich schon. Also es hat sich dann so ein bisschen, die Volksmusik dann auch ein bisschen gewandelt, es hat sich immer weiterentwickelt und dann kam der Schlager dazu, der war bei uns auch immer sehr präsent. Es gab dann auch so eine Zeit, wo Schlager total uncool war ja, für mich. Ja, kenne ich auch noch. Ja. Ah, für dich selbst? Ja, auch? Für mich wirklich? Total. Was also war da so modern für dich, Backstreet Boys? Na, da bin ich voll der Christina Stürmer-Fan gewesen. Oh, der Papa. Die ist doch gut, oder? Ja, die ist super. Also wirklich. Ja, also so mit 13, 14 habe ich mit Schlager gar nichts anfangen können. Und irgendwann bin ich dann, sage ich mal, zu meinen Wurzeln zurückgekehrt, weil das wirklich stimmt. Und mache wieder das, mit dem ich eigentlich aufgewachsen bin. Und das ist Schlager, nur ein bisschen jünger und moderner und Julia Buchner-Style irgendwie. Das ist Julia Buchner-Style. Und du hast ja das sehr früh schon erlernt. Ich glaube, du bist ja auch auf ein Gymnasium gegangen, gell? Auf ein ganz spezielles für die Stimme, für den Gesang. Genau, ich bin ins Musikgymnasium in Bad Hofgastein gegangen. Und es war total toll, weil da hat man sehr viel Bühnenerfahrung oder Bühnenleben schnuppern dürfen, weil das war immer mit Band, haben wir Mitternachtseinlagen gemacht und das ist dann alles so auf die Bühne gekommen und das war für mich total super, weil da habe ich auch wirklich schon viel lernen können. Wir haben ja ein bisschen schlau gemacht über dich und da habe ich eben gelesen, auch in der Schulband, da hat es eine Schulbandbesetzung gegeben, warst du schon die Dame, die ganz vorn gestanden ist? Also Lampenfieber hat die Julia nie gekannt und will sie nicht kennen. Also ich sage immer, so das direkte Lampenfieber habe ich wirklich nicht, weil wenn ich... Kribbeln. Ja, kribbeln schon. Ja, dazu. Also kribbeln und so ein bisschen an Adrenalinkick habe ich, aber wenn ich so ein bisschen nervös bin, dann ist es eher sehr negativ behaftet. Das ist immer so das schulische Nervössein und dann ist das meistens so bei der Mathe-Schularbeit gewesen und das war dann eher meistens immer schlecht. War dann nicht auch gut. Nein. Deshalb, also Lampenfieber und Nervössein ist bei mir immer, wow, ganz schlecht. Nein. Also ein bisschen ein Kribbeln schon und ich freue mich einfach wahnsinnig vor der Adrenalinkick, aber das vergleiche ich nicht mit Lampenfieber. Sehr schön, du sprichst es an, Julia Buchner-Style. Was ist jetzt der Julia Buchner-Style? Es ist schon Schlager, aber ein bisschen mit mehr Pep oder wie kann man das bezeichnen? Schwierig, gell? Es ist Schlager mit Dance-Elementen, ein bisschen aus dem Pop-Bereich, es ist deutsch, es ist... Ein Mix vor allem ein bisschen irgendwie. Also du singst hauptsächlich Deutsch, das ist ich einmal festgelegt. Nur Deutsch? Nur Deutsch, okay. Und ja, es ist Dance-Schlager, Dance-Pop-Schlager. Ja, habe ich auch noch nie gehört, siehst du mal. Ja. Pop-Schlager gibt es ja schon eigentlich, gell? Aber Dance-Pop-Schlager, Julia Buchner-Style, sehr interessant, was Neues. Wir haben heute sehr vieles mitgebracht, sehr viel Interessantes, nicht nur ganz, ganz tolle Kappen im Julia Buchner-Style sind genau. Da, Pink. Sondern auch, was ist das, jetzt muss man das ganz... Das riecht so gut. Jetzt was ist rate das? Mal, was ist das? Ja, rate. Das ist kennst du es nicht? Mit Holz. Also ein Steirer, das ist ein Zirbenherz. Steirer kennt noch keiner. Zirbenherz. Es sind Zirbenherzen, handgefertigt von meinem Papa, ja. Mit meinem Logo drauf, im Pink. Und ja, das sind immer so meine
kleinen Schmankerl von zu Hause, also die ich mitnehme. Was ganz Spezielles gibt es da heute zum Gewinnen, natürlich auch etwas zum Hören. Juli, ich sage jetzt schon mal Dankeschön fürs Vorbeischauen. Ich freue mich auf ein nettes Gespräch. Und vor allem hast du gesagt, es gibt ein, zwei große Überraschungen, die wir heute verkünden dürfen. Meine Damen und Herren, in diesem Sinne bleiben Sie unbedingt dran. Jetzt hören wir uns eine Dame an, die auch Schlager macht. Die kennt man wahrscheinlich, gell? Die Helene Fischer. Und dann sind wir schon wieder zurück hier bei Volks Interaktiv mit meinem Stargast heute aus Salzburg angereist. Aus Kärnten eigentlich, aus Felden. Nein. Aber trotzdem aus Salzburg mit der Julia Buchner. Bis gleich. Helene Fischer war das im Video und die Helene Fischer aus Salzburg, die steht jetzt da. Also optisch sehr ähnlich, muss ich sagen. Ich sehe zwar nicht so aus wie der Florian Silbereisen, macht aber nichts. So, Julia, pass auf, lass uns weitersprechen. Jetzt haben wir schon ein bisschen alles geklärt. Die Musik, die hat es seit früh an begonnen und hat es schon gegeben bei dir zu Hause mit den Eltern, hast musiziert. Aber es ist nicht dein Hauptberuf jetzt da. Der große Hauptberuf, sagen wir mal so. Es ist wahrscheinlich semi-professionell, was du da machst, mit höchstem Aufwand, gell? Das ist ja so. Aber es gibt nebenbei noch immer etwas anderes. Und das ist was ganz Besonderes. Also Kindergartenpädagogin bitte, um ganz richtig zu sein, gell? Jetzt, da gibt es ja einen anderen Ausdruck. Genau, Julia, ich bin... So, jetzt Krabbel, Kinderkrabbel. Krabbelgruppenpädagogin. Also bei den ganz, ganz Kleinen. Nein. Ja, wirklich, es ist ein schöner Beruf, ein sehr bodenständiger, erdiger Beruf. Sehr intensiv. Sehr intensiv, ja. Aber ich erlebe nicht mehr so intensiv, weil ich nur ein bis zwei Tage die Woche in diesem Beruf bin. Und, aber es macht mir wahnsinnig viel Spaß und vor allem die Kinder sind sehr ehrlich. Es ist ja einfach ein schöner Beruf. Eigentlich das ehrlichste Publikum, oder? Da könntest du immer die neuen Songs probieren. denen gefällt das oder gefällt das nicht, so wie ich das in Erfahrung gebracht habe. Also da singt man was vor und wenn es gefällt, dann bleibt es im Kopf, gell? Und singt sie dort auch sicher? Ja, wir singen sehr, sehr viel. Die Kinder kennen auch meine Titel. Ja, haben wir also gedacht. Einige Kinder zumindest. Ja, aber es ist total, also die Kinder sind ehrlich, die Kinder sagen dir, okay, Tante, das ist halt eher nicht so schön oder das ist schön und das gefällt mir und das gefällt mir nicht. Das muss ich einhaken, Tante. Ja. Sagt man in Salzburg noch Tante? Nein. Also wirklich nein. Nicht mehr, gell? Also als Pädagogin muss ich jetzt sagen, dass man das nicht mehr macht, wobei ich selber eine Kindergärtnerin hatte, zu der ich bis heute noch Tante Greti sage. Es ist so. Ja, auch also, wenn man es nicht mehr auch sagt. Auch in meiner Zeit hat es das noch gegeben. Ja. Aber meine Freundin ist ja auch Kindergartenpädagogin. Wie du, also das hört sich wirklich gut an. Gell? Pädagogin muss man dazu sagen. Die sagt nämlich auch, das Tante gibt es nicht mehr. Da gibt es nur mehr den Vornamen. So ja, wie das eine stimmt. Gute Freundin das ist. Genau, weil man ja eigentlich nicht die Tante der Kinder ist. Das stimmt auch. Deswegen. Aber manchmal, oder mir passiert es auch selber oft, dass man so ein bisschen im Gespräch, dann ist man doch irgendwie die Tante. Weil das aber halt von auf jeden Fall so ein ist. Schöner Beruf. War es dein Traumberuf? Wolltest du das immer werden? Ja, ich wollte schon immer etwas mit Kindern machen, wobei ich immer Sängerin werden wollte. Wollte ich gerade sagen, danach aber Sängerin. Ja, ich wollte immer Sängerin werden, aber für mich war das immer ein sehr unerreichbarer Beruf. Und meine Mama und mein Papa haben dann immer gesagt, Julia, jetzt lernst du mal einen gescheiten Beruf und dann schauen wir mal. Also einen gescheiten, einen Beruf halt einfach. Und ja, aber mittlerweile passt es so gut, wie es ist. Und ja, mal schauen, was passiert. Auch die Eltern sind stolz mittlerweile. Das ja, nein, das waren sie immer. Ich kenne das. Ja, aber es heißt daheim, lern aber was Gescheites, nicht irgendwas mit Risiko. Ich weiß, was du meinst. Ja. Aber Julia, dann hat das alles begonnen. Wann hast du denn deine erste CD rausgebracht, beziehungsweise den ersten Titel? Meinen ersten Titel, was hast du mir zu schnell gefragt? Mein erstes Album gibt es genau seit letztem Jahr, also noch gar nicht so alt. Mhm. Am 17. Juli haben wir Jahrestag gehabt, wir ja, zwei. Komm auf ein. Sehr teuer wahrscheinlich für die CD. ja, und vorher, ungefähr ein halbes Jahr vorher, ist die erste Single erschienen. Und ja, recht viel, also so sehr lange gibt es mich noch nicht. Jetzt wollte ich gerade sagen, eigentlich gibt es dich dann als Julia Buchner im musikalischen Bereich noch nicht so lange, aber umso erstaunlicher, dass du so viel schon erreicht hast. Wir blicken zurück auf große Auftritte bei... Starnacht? Genau, dann war ich bei der Schlagernacht des Jahres in Bregenz dabei, in der Wiener Stadthalle war ich dabei, dann war ich bei immer wieder sonntags. Ja, war ich auch schon. Beim Herrn Ross? Ja, beim Stefan. Wo war ich denn noch so? Jetzt schauen wir mal, du hast mich zu schnell gefragt. Ich bin ganz überrascht. Also, Austrian Amadeus Music Award, ganz genau. Großes Highlight. Da warst du im Prinzip diejenige,
die verkündet hat, wer im Bereich der Volksmusik der große Gewinner ist. Genau, das war heuer. Millionenpublikum. Ja, genau, das war heuer im April. Und es war mir eine wahnsinnige Ehre, da heuer die Rede in der Kategorie Volksmusik zu halten, weil ich finde, das ist der österreichisch wichtigste Musikpreis. Mittlerweile schon, ja. Ja, und ich finde, es war einfach wirklich sehr stimmig. Es war total schön und eine sehr schöne Veranstaltung. Und ja, also das war super. Julia Buchner kennt man mittlerweile überall eben. Was war für dich bis jetzt so das absolute Highlight? Ich weiß, man hebt nicht gern irgendwas hervor, aber es gibt dann doch ein, zwei, drei Auftritte, die immer wieder in Erinnerung bleiben. Was war für dich da das absolut Beste? Ja, das ist wirklich schwierig, weil es jetzt innerhalb von einem Jahr sehr geballt war für mich auch. Also es war wahnsinnig viel. Ich habe da überall immer dann immer ein bisschen Zeit nachher wieder braucht, um zu atmen, um das alles zu verdauen, um die schönen Erlebnisse, um das auch alles zu genießen. Gell? Ist auch immer recht schnell gegangen, aber sehr besonders war für mich bestimmt das Danacht am Wörthersee, das hat einfach alles zusammengepasst. Das Publikum war super, das war alles sehr stimmig und vor allem, man kann sich den Auftritt immer wieder anschauen und das finde ich irgendwie, ja. Die ganze Kulisse und die Leute, wie sie reagiert haben, aber es war auch mein erstes Fankonzert, das war auch für mich heuer oder letztes Jahr im November was ganz Besonderes, weil es wirklich mit meinen treuesten Fans, und das sind gar nicht wenige gewesen, so ein intimes, schönes Konzert zu haben, das war für mich auch was sehr, sehr Besonderes. Ist auch etwas Besonderes, weil das sind ja diejenigen, die einen immer unterstützen, egal wohin, egal wie weit, die sind immer mit dabei. Und wenn man jetzt sagt, okay, man möchte so ein treuer Fan werden, dann gibt es wahrscheinlich online genug Variationen, genug Möglichkeiten. Zählen wir mal auf. Homepage, die sehen wir eingeblendet. Manchmal www.juliabuchner.at. Genau. Facebook. Facebook, Julia Buchner, findet man mich sehr leicht. Ja, Instagram. Und was haben wir? Bist du auch schon? Ja, Instagram. Bin ich auch. Bin ich auch. Ja, meine Fans wollten das so. Es ist eigentlich eher von meinen Fans gekommen. Da bin ich noch nicht. Ja. Ist schwierig, oder? Ist ein bisschen komplett nah. Nein, also überhaupt nicht. Ist gar nicht schwierig. Da muss man sich ein bisschen. Ja. Ja, man muss es ein bisschen anschauen und dann kommt man da schon rein, das passt. Instagram, Facebook, Homepage. Dann, also. Was mich wundert oder was ich immer wieder toll finde, sehr viele schreiben mir Fanpost. Wirklich? Ich liebe das. Ja, ich freue mich immer wieder. Mit der Hand noch einen mit Brief. Mit der Hand einen Brief. Nach Kaprun, da habe ich mein Postfach und da freue ich mich immer, wenn ich hinfahre und mir das Staffel mit nach Hause nehme. Also meine Damen und Herren, Sie wissen, was zu tun ist. Wenn Sie da Pluspunkte sammeln möchten oder mal einer der treuesten Fans werden möchten, dann bitte mit Hand geschrieben etwas nach Kaprun senden. Ja, schön, oder? Dass es noch immer solche Fans gibt. Also man muss unsere Volks-TV-Zuseher auch hervorheben. Die senden uns auch immer wieder Briefe oder Utensilien aus ihrer Gegend. Schön ist das für uns Künstler. Ja, das ist wunderschön. Also ich finde das super, ja. Wunderbar. Und du hast natürlich auch was mitgebracht aus der Kaprunner Gegend. So, hier. Stimmt, genau. Und ja, ein bisschen was im Julia Buchner-Style, damit wir dieses Wort heute ein bisschen forcieren. Pass auf, ich hätte einen Vorschlag. Jetzt hören wir uns nochmals Musik an und wir überlegen uns derweilen eine Gewinnfrage für die erste Verlosung. Machen wir das so? Alles klar. Ja, sehr schön. Meine Damen und Herren, dann bleiben Sie unbedingt dran. Bald gibt es tolle Preise. Die Julia bleibt natürlich bei uns. Sie hoffentlich auch. In wenigen Sekunden sind wir wieder zurück. Das ist unser Nachmittag hier bei Volksinteraktiv mit meinem Stargast Julia Buchner aus Salzburg. Ist immer schön, wenn man Salzburgerin als Gast hat, da lernt man ein bisschen die Tradition kennen und vor allem auch die Speisen. Denn es ist ja nicht nur so, es soll ja nicht alles nur um die Musik hier heute drehen. Also es gibt eine Speise, die liegt dir da ganz besonders im Herzen oder besonders gut im Magen, sagen wir so, die Mama macht. So, und ich habe mir das angeschaut jetzt vor kurzem im Internet und da habe ich gedacht, da stimmt irgendwas nicht. Das ist jetzt pass auf, erklär mir das. Wie heißt das Schneckel? Mamas Schneckennidei. Aber das sind jetzt keine Schnecken. Nein, das sind keine Schnecken. Sondern, jetzt erklär uns das. Schneckennidei. Schneckennidei, genau. Also Schneckennidei ist ein Kartoffelteig. Bei uns sagt man Erstipfeldorg. Ah, ja, okay. Also ein Kartoffelteig. Und da kommt eine Bovidl-Marmelade drüber. Also wird es eingestrichen mit Bovidl-Marmelade. Und dann wird es zusammengerollt. Und auseinandergeschnitten, dann schaut es von vorne, wenn man so reinschaut, aus wie ein Schneckenhaus. Es ist so rund, also so wie ein Schneckenhaus einfach. Und dann wird es herausgebraten in der Pfanne. Ist das dann eine Hauptspeise oder ist das mehr Dessert? Oder? Ich weiß nicht. Aber für dich beides wahrscheinlich, damit die Mama macht. Für mich ist Dessert, Vorspeise, Hauptspeise.
Genau. Und das macht nur die Mama, beziehungsweise das nur so gut. Ja, bei uns macht es nur die Mama so gut. Und ich muss auch gestehen, ich habe es auch sonst, wenn ich irgendwo so bei uns unterwegs bin, noch nie irgendwo auf einer Speisekarte entdeckt. Das ist wirklich... Marktlücke. Ja. Nur so etwas. Julias Schnecken wieder. Ja, ja. Gute Vermarktstellin. Also, wenn es die Mama mal macht, vielleicht hat die Mama mal Zeit, dann können wir vorbei mit dem Kamerateam und schauen uns das persönlich. Also, liebe Mama, falls ihr das sieht, so, Schnecken nicht da. Habe ich schon gelernt. Siehst du, ja. Wunderbar. Ansonsten, was gibt es noch Gutes im Hause Buchner zu essen? Ah, bei uns gibt es so viel Gutes. Die Mama ist eine super gute Köchin. Ich selber leider nicht so. Aber die Mama macht es super. Und bei uns gibt es wirklich sehr viel Hausmannskost auch. Und sonst halt eher leichte Kost, so ein bisschen gesund, weil ich liebe gesund. Ja. Und ja. Ich nicht. So, du nicht. Machen wir weiter. Nein, ich nicht. Ich bin ja mehr der nur Fleisch macht nur Fleisch. Ja, aha, ich mag gern, gar nicht so gern ja. Fleisch. Ja, das macht nichts. So, pass auf, jetzt vom Essen zum Sportlichen. Also es ist ja nicht nur so, du bist nicht nur Musikerin und eben im Beruf sehr oft ja, mit den Kindern unterwegs, sondern bist auch sehr sportlich, was ich gelesen habe. Welche Sportarten magst du also, um fit zu bleiben? Ich gehe sehr gerne ins Fitnessstudio. Es ist ein super Ausgleich, also Sport mit Musik. Das ist immer super für mich. Ich laufe gern, gehe auch manchmal gern Radl fahren. Und sonst bin ich auch gern draußen mit meinen Kindern im Kindergarten, bin ich auch viel draußen. Und das ist automatisch das ist alles gut, was draußen ist, Bewegung. Und vor allem auch für den Beruf, weil es ist auch sehr... ein nachtaktiver Beruf. Stimmt, ja. Und da finde ich es immer gut, wenn man nebenbei einfach einen guten Ausgleich hat. Skifahren geht sie gar nicht? Schon, Skifahren gehe ich, doch, Skifahren gehe ich auch, ja. Also mehr Skifahren wie Snowboarden. Ja, ich kann nicht Snowboarden. Ich auch nicht. Wunderbar. So, Julia, jetzt gehen wir wieder zurück zur Musik. Wir dürfen die erste CD verlosen. Mit welcher beginnen wir? Suchst du aus? Mit dem Album oder mit? Ich glaube, wir beginnen mit dir. Ja. Mit dem okay. Album. Dürfen wir gleich vorstellen, das ist das neueste Album, das erste Album von der Julia Buchner. Mit dem Titel, jetzt muss ich rüberschauen, ja, Sternentanz. Haben wir schon richtig gelesen und ist zu 100% Julia Buchner-Style. Ja, also, definitiv. Dance-Schlager. Dance-Pop-Schlager. Dance-Pop-Schlager, da gibt es alles zu hören. Darf ich kurz nochmal? Jetzt muss ich bitte mal schauen. Bitte, schauen wir mal. 12 tolle Titel. Gibt es einen Lieblingstitel von dir? Ah, gibt's das habe ich am Anfang hab ich mir gedacht, der Titel ist super und dann habe ich ein Live-Konzert und dann ist der Titel gut angekommen und mir gedacht, das ist mein neuer Lieblingstitel. Also nein, ich mag alle Titel, also ja, sind wir unterschiedlich von Veranstaltung zu Veranstaltung. Bum, bum, das ist ja auch ein Hit von dir, oder? Ja. Da singt dann jeder mit Bum, bum. Oder mein Herz schlägt Schlager, siehst du? Ja, Ausflug in den Himmel, da ist alles mit dabei. Prima, Signation natürlich auch dazu. Klaro, und meine definitiv. Damen und Herren, es ist an der Zeit, dieses tolle Album zu verlosen. Was ich dir noch fragen wollte, Fotoshooting. Sehr cool geworden. Wo ist das gemacht worden? Das war in Hamburg. In Hamburg? Ja. Die Frau fährt extra für Fotos nach Hamburg. Ich flieg. Okay, ja. Dann fliegt sie. Ich bin geflogen worden. Man kann auch mit dem also extra für Fotos nach Hamburg geflogen. Ja. Hat sie ausgezahlt. Ja, danke schön. Ja. Frauen und Fotos, könnt ihr auch schon wieder Geschichte erzählen. So, jetzt kommen wir zum Gewinnspiel. Ich hätte eine gute Gewinnfrage. Also meine Damen und Herren, liebe Volkstv-Zuseher, wir haben ein bisschen über Ihren Beruf gesprochen. Über Julias Beruf, das einerseits natürlich die Musik ist und andererseits, ja, machen wir so. Wenn Sie wissen, welchen Beruf die Julia noch ausübt, dann rufen Sie uns an. Der Erste, der uns das beantworten kann, gewinnt dieses einzigartige Album. Geben wir noch zwei Antwortmöglichkeiten dazu. Also welcher Beruf ist es? Ist es erstens der, sag den Namen, ich habe ihn schon wieder vergessen, Krabbelgruppenpädagoginnenberuf. Oder ist sie B, meine Damen und Herren, Skilehrerin. Ganz einfach. Ja, wenn Sie es wissen, anrufen, Nummern sind eingeblendet, wir sind gleich wieder zurück. Meine Damen und Herren, liebe Volkstv-Zuseher, der Gewinner wird gerade ermittelt und wir haben ja gleich noch einen weiteren Preis, eigentlich noch mehrere, gell? Da müssen wir jetzt ein besonderes Paket dann draus machen. Julia, pass auf, jetzt wissen wir schon einiges, bevor wir die Zeit übersehen. Wir wissen, dass du seit vielen Jahren die Musik liebst, mittlerweile auch wieder die Schlagermusik. Gab es ja eine Zeit, Christel Stürmer, macht nichts, war ja auch wunderbar. Und seit diesen Jahren geht es auch bei dir bergauf. Wie viele Jahre sind es jetzt insgesamt? Zwei Jahre, drei Jahre? Aktiv? Zwei Jahre. Zwei Jahre erst. Also jetzt eigentlich beginnt erst das zweite Jahr. Also so wirklich? Im Juli, ja, seit mein Album. Also ungefähr, ja, jetzt das zweite Jahr.
Na, Hut ab, bin gerade sprachlos. Ich habe mein Fünfjähriges schon hinter mir. 2 Jahre, ja, ist ja gar nichts im Prinzip, gell? Vergeht schnell, wenn man was tut. Vergeht das sehr, sehr schnell. Wir dürfen gleich nochmal ankündigen, also das zweite Jahr mit dem zweiten intimen Fankonzert. Genau, das zweite Fankonzert ist am 19. November kommenden Jahres, also diesen Jahres. Diesen Jahres. Man kennt sich schon immer aus, gell? Ja, Zeit, oh mein Gott. Also wir sind live, meine Damen und Herren, heute, gell? 2016. 2016, was haben genau. wir heute überhaupt? Juli, gell? Juli. Heißt Juli, 28. Juli, genau. Ja. Man weiß es heutzutage echt nicht mehr, ist ja Wahnsinn. Man hat alles am Handy, oder? Ja, das ist das. Genau. Das man ist weiß es nicht, man schaut aufs Handy. Genau. So, zurück deshalb zum einspeichern, 19. November. Mein erstes, zweites Konzert, sagen wir heute. Ja, es ist, ich mache uns. In der Baumau in Kaprun, also fast neben meiner Haustür eigentlich. Und es wird ein sehr spannendes Konzert, es wird sehr intim, es werden auch einige neue Sachen dabei sein. Wirklich für die Fans der ersten Stunde, die dürfen das dann auch zum ersten Mal erleben. Ja, vielleicht wird dann ja auch eine neue Single vorgestellt. Weihnachtlich angehaucht. Diese Single, die beim Fankonzert vorgestellt wird, nicht. Die ist aber nicht. Vielleicht später. Na, vielleicht vorher. Aha, ja. Vielleicht kommt vorher ein Titel, ein ruhiger Titel für die Weihnachtszeit. Und ja, beim Fankonzert dann eben wahrscheinlich eine flottere Nummer. Ich freue mich auf alle, die vorbeikommen. Also ich lade euch hiermit alle ganz, ganz herzlich ein. Am 19. November in die Baumbar, dich natürlich auch. Danke. Bitte, also wenn du Zeit hast, würde ich mich freuen. Ja. Ha? Wäre mal eine ganz spontane Idee, oder? Also wer den Daniel treffen will am 19. November, der ist bei mir. Gell? Also kommt. Sag nicht, ich bin schuld, wenn keiner kommt jetzt. Du bist eine gefährliche Sache. Aber wenn, dann komme ich nur mit dieser Kappe. Im Julia Buchner-Style. Genau. So, pass auf. Ich wünsche dir alles Gute für das Konzert. Danke. Wir werden da vorher sicher noch ein bisschen Werbung machen hier bei uns auf Volkstv. Vielleicht können wir auch via Skype ein kleines Interview machen. Lieben wenn da die gern. Letzten Vorbereitungen getroffen werden. Super. Wir merken uns auf jeden Fall mal das Datum. Und meine Damen und Herren, Sie merken sich sowieso diese Dame. Da bin ich überzeugt davon. Jetzt machen wir noch eine weitere Verlosung. Jetzt machen wir es. So, pass auf. Wir haben noch eine CD und so ein cooles Käppchen. Gibt es natürlich alles online auch zu erwerben. Nicht, dass man jetzt sagt, es gibt nur eine CD von der Julia Buchner, die ist jetzt weg. Nein. Nein. Wenn Sie das Glück nicht haben, also wenn Sie sagen, ich möchte unbedingt das Album oder das Käppchen, dann online. Einfach mir schreiben auf Facebook oder auf meiner Homepage. Gibt es auch ein kurzes Kontaktformular. Die CD bekommt man natürlich in jedem Geschäft, oder? Mhm. Und die Kapperl gibt es bei mir. Entweder bei einem Konzert oder online. Oder bei mir jetzt. Oder bei dir. Und was wir nicht vergessen dürfen, ganz, ganz wichtig, wir haben vorhin gesprochen über Briefe, die noch persönlich geschrieben werden. Die Adresse dafür, wo diese Briefe natürlich hier gesandt werden sollen, die gibt es dann auch auf der Homepage. Genau, die gibt es auch auf der Homepage. Findet man ganz, ganz leicht. Ist ein Postfach, also in Kaprun und ganz leicht. Cool. So, pass auf, jetzt verlosen wir diese CD, die noch übrig geblieben ist, mit der Kappe. Und jetzt darfst du eine Gewinnfrage stellen. Ich weiß, du willst es. So, bitte. Ich will es, oh mein Gott, jetzt muss ich kurz überlegen. Sollen wir es machen? Ja, klar. Das haben wir noch gar nicht. Naja, na doch. Ich hoffe, ihr habt alle gut aufgepasst. Wie heißt denn mein erstes Album? Sollen wir jetzt A, B auch machen? Natürlich, das braucht man. Okay, entweder Sternentanz oder Höhenflug. Die macht es aber ganz schön schwierig, die Dame. Also, meine Damen und Herren, wenn Sie das wissen, wie dieses Album heißt, dann bitte schön jetzt wieder anrufen. Nummern sind eingeblendet. Sternentanz oder Höhenflug? Genau. 1 oder 2? Meine Damen und Herren, vielleicht gibt es einen, der das weiß. Ja, es gibt einen. Sicher. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. In wenigen Sekunden sehen wir uns dann noch einmal zur Verabschiedung. Julia, danke schön. Und wir bleiben jetzt da und drücken Ihnen die Daumen. Heute ist großer Tag der Damen. Hier bei uns auf Volks.tv, bei Volks Interaktiv. Julia Buchner, mein heutiger Stargast. Ja, darf sich noch einmal kurz vorstellen für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben. Was kann man über dich erzählen? Du bist jung. Ja, ehrgeizig. Musikalisch sehr, sehr weit bereits. Und ja, ambitioniert, dass das immer weiter und weiter geht. Und hast seit einigen Tagen, seit einigen Wochen ein ganz neues Produkt. Ja, genau. Was heißt dieses Produkt? Dieses Produkt? Höhenflug. Ja, genau. Es gibt mittlerweile auch schon einen Mix davon, einen Dance-Schlager-Stadion-Mix, wie auch immer, einen Mix halt. Ja, den braucht man heutzutage, gell? Ja, das genau. Ist einfach so. Ist wieder typischer Julia Buchner-Style, ja, auf Deutsch gesungen. Ja,
Absolut. Um was geht's im Song? Natürlich um die Liebe. Ich hab schon gedacht, um den Fußball, die Stadionatmosphäre. Also, um die Liebe. Man kann es auf alles ein bisschen ummützen. Also, das kann jetzt Liebe betreffen, es kann aber auch eben Stadion, den Fußball betreffen, ja, ja. Oder beim Skifahren, Skifahren, alles die mögliche. Die österreichische Nationalmannschaft betrifft es auf jeden Fall nicht. Wenn du vom Höhenflug singst, lass mal das so entstehen. So, Julia, erhältlich überall. Internetmäßig, genau. iTunes, Spotify, wird ja immer mehr, oder? Dass alles gestreamt wird. Ja, also iTunes, Spotify. Überall erhältlich. Und ansonsten bei deinen Live-Auftritten bekommt man sogar mit Unterschrift und die nächsten Live-Auftritte. Da geht es ja schon jetzt rasant weiter. Ich habe ein bisschen gesehen auf deiner Seite, da gibt es ja zig Termine, ja. TV-Termine, Live-Konzerte. Wo sollte man überall hinkommen? Am besten überall. Sagen wir so, beim nächsten Live-Konzert, wo gibt es da die Möglichkeit? Die nächste Live-Geschichte habe ich schon morgen. Ich bin morgen bei uns in Bramberg am Wildkogel. Dann geht es weiter zu den Baldauern. Ich bin heute zwei Tage beim Baldauer Open Flair dabei. Cool. Ja, und dann weiter und weiter. In Flachau bin ich auch bald. Echt? Ja, in Tamsweg, also überall. In Oberhausen sind ja, genau. Auch, also es geht rasant weiter. Ja, genau. Ja. Und man sieht sich hoffentlich bald mal wieder. Und dann natürlich gibt es das ein oder andere Getränk auch dazu. Aber wir sind ja hier zum Arbeiten. Pass auf, Julia. Ich sage Dankeschön. 19. November, meine Damen und Herren, haben Sie sich aufgeschrieben, gell? Ja, das ist vor Weihnachten noch. Genau. Da gibt's keinen Weihnachtsstress noch. 19. Nein. November, das Nein. passt. Ist ein ganz besonderes Konzert, vor allem für die treuesten aller Treuen, in Kaprun, im wunderschönen Salzburger Land. Die Single haben wir vorgestellt, die gibt es überall zum Downloaden. Ansonsten noch einmal der Verweis auf Facebook. Du kommunizierst ja auch selbst mit den Fans. Jetzt habe ich da irgendwas gesehen, Live-Chat-Versuch oder so. Irgendwie, wir sind live. Also. Ja, das, ja, wirklich. Also ich habe einen Live-Chat-Versuch gemacht und es war total lustig und meine Fans waren alle dabei und das war wirklich, der Andrang war riesig, mit dem habe ich wirklich nicht gerechnet und mir ist es sehr, sehr wichtig, also das ist so der persönliche Kontakt, den ich halt pflegen kann auf Facebook und ich bemühe wirklich, dass ich da jedem zurückschreibe und antworte, ihm ist es nicht so ganz leicht, aber ich hoffe, mir wird verziehen, wenn ich es nicht immer ganz schaffe, aber ja, meistens passt es. Meistens passt. Und ich glaube, heute werden wieder einige Anfragen dazukommen. Letzte Frage. Pass auf, Sommer ist jetzt, Urlaubszeit, Ferienzeit. Warst du schon auf Urlaub? Ach, Urlaub, ist nein. Ist das überhaupt noch möglich in deinem Leben? Ja, normalerweise schon, aber heuer irgendwie ein bisschen, habe ich irgendwie ein bisschen auf den Urlaub vergessen. Nein, aber Urlaub ist für mich derzeit definitiv meine Musik, weil es ist für mich mein Hobby und das ich zum Beruf machen darf. Und es macht mir wahnsinnig viel Spaß, aber vielleicht gehen sich dazwischen noch einmal 2-3 Tage Italien aus. Schauen wir mal. Ah ja, irgendwann gehört ein bisschen Relaxen dazu. Julia, ich sage Dankeschön fürs Kommen, fürs Zeitnehmen. Ist ja gar nicht so einfach. Ich sag so danke. Ich hoffe, die Kinder waren jetzt nicht alleine, wer weiß. Nein. Es wäre anderer da. Ja, wie heißt der Begriff? Einmal noch Krabbelgruppenpädagogin. Sowas gibt es bei uns bei Fox TV noch nicht. Ja, schau mal. Ja, wer weiß, was die Regie macht. So, danke Julia offiziell. Alles Gute, alles Liebe. Ich sag danke. Mach weiter so. Halt uns am Laufenden. Wir telefonieren, wir skypen vor diesem 19. November auf jeden Fall. Und ansonsten mach weiter so. Dann geht es ganz, ganz weit noch nach oben und wir fühlen uns sehr geschätzt, dass du da warst bei uns. Dankeschön. Bitte gerne. Macht es gut. Und meine Damen und Herren, ja, leider Gottes ist auch schon die Zeit gekommen, wo wir Danke sagen dürfen und verabschieden müssen. Verbringen Sie noch eine schöne Zeit hier bei uns im Programm. Vergessen Sie diese Dame nicht. Ich sage Dankeschön. Wir gratulieren 2 Gewinner, habe ich soeben erfahren. Der Martin und die Katharina. Kennst du eine Katharina? Die ist aus Salzburg. Wirklich? Ja. Katharina, herzliche Gratulation. Herzliche Gratulation. Also die zwei haben eine Riesenfreude damit. Ansonsten unbedingt im Fanshop online bestellen. Eine Kappe gehört jetzt sowieso mal mir. Jawohl. Und in diesem Sinne, meine Damen und Herren, Dankeschön. Wir sehen uns wieder nächsten Dienstag. Ansonsten geht es morgen schon wieder weiter. Ab 14 Uhr bei Erfolg sind aktiv. Verbringen Sie noch eine schöne Zeit bei uns. Wiederschauen. Dankeschön. Bis bald.